ihr Mäuse. Ich habe mein Säckchen und ich habe die Gisela Hut gefunden. Hallo. Schönen Hut hast du auch. Ja, hallo. Ja, das ist von mir, von dem Hut. Ich habe ihn zwar schon vor 4 Jahren in Cannes entdeckt und gekauft, ja, aber ich habe ihn noch nie getragen, weil sieht ich doch nicht aus. Eigentlich so ein Hutträger bin. Aber wo ist dein Mann? Okay. Mein Mann ist irgendwo abhanden gekommen, da hinten. Der ist abhanden gekommen. Nicht, dass der jetzt, dass der jetzt andere Frauen anbaggert. Kann ja auch sein. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und der, sag mal, und du bist heute hier, weil du hast mit dem Stöckel irgendwas gedreht irgendwann mal, ne? Ja, für RTL. Richtig, wir haben was gedreht, Julian und ich. Und ich kenne ihn auch eigentlich schon ewig. Ja, woher denn? Seit 10 Jahren von ATS und Veranstaltungen. Ach so. Also ich kenne Julian schon unheimlich lange. Ich werde jetzt wieder meine flachen Schuhe anziehen, weil ich habe nämlich gerade einen Bandscheibenvorfall. Du, den hatte ich letztes Jahr. Hattest du auch? Und danach ein Steißbeinbruch. Oh. Und da ist der Sascha. Guck mal da. Ja! Der war bei mir in der Show vor einem Jahr. Und das war großartig. Anderthalb Jahre, ja? Ja, ja. Machst du immer noch QVC eigentlich? Ja, immer noch, immer ja, noch. Und es ja, läuft wie Bombe. Es macht mega Spaß. Und ich will aber auch mal wieder zu Jurassica, unbedingt. Naja, gut, mal gucken. Und du hast einen Mantel an aus PET-Flaschen heute. Cola-Zero-Flaschen. Cola-Zero-Flaschen. Ja, ja. Bin ja total ausgestattet. Ihr Mäuse, ich habe jetzt hier zum einen einen Ex-Stargast aus meiner Late Night, Yvonne Wilke. Und die Kette von YouTube und von überall. Michaela Schäfer, so ein bisschen im Partnerlook vom Schnitt her, so ein bisschen. Ja, ne? Ja. Ja, haben wir vom Fuß, ja, haben wir ein bisschen Werbung machen. Ja, ja, haben uns heute extra festlich heute angezogen für Julian. Ja. Ne? Das ist die Bruder Puder. Du trittst heute auf, mein Schatz. Genau, ich trete heute auf. Ich mache einen Song von meiner Show, Divine Carousel. Ja. Sissy That Walk, ich glaube, ihr kennt das schon. Sissy That Walk? Mit Flügeln und Feder, ganz toll. Was denn jetzt? Ein Foto? Ja, ja. Oh Gott. Ganz mal ehrlich. Aber ohne Füße. Ja. So, ihr Mäuse, ich bin jetzt noch kurz auf dem Damenklo. Sorry, was? Ich bin mit meiner Kamera, nicht mit dir, mein Schatz. Hab grad noch gepullert und werde mir jetzt mit die Lippen nachziehen und dann geht's nämlich auch gleich los. Hallo. 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 Ich werde mir gleich noch die Lippen nachziehen, damit ich wunderschön bin heute. Ich bin ja auch schön. Und besonders das Alter hat seinen Preis. Ach, das Alter. Was soll ich denn sagen? Ich bin 75. Sieht aber aus wie 55. Oh, darf ich mal lachen? So, Lipgloss ist drauf. Bisschen Haarspray vielleicht noch, damit die Frisur weiterhin so hält. So. Brauchst du noch ein bisschen Haarspray, Schatz? Ich weiß nicht, brauche ich noch hier vielleicht ein bisschen, oder? Ja, ja, das stimmt. Nicht das Haarspray des Stars. Guck mal, die linke Seite wird auf jeden Fall nicht zerlaufen, sondern auf dem Make-up, das ist perfekt. Super. Transen, überall Transen. Da gibt's nur einen. Ich glaube, es gibt nur einen. Aber ich kurz vorbei, Dankeschön. Ich hätte gern Sekt eigentlich noch. Ich wollte dich vorher nicht stören. Oh, deine Brust ist heute hart. Ja. Liegt es an mir oder liegt es an deiner Brust? Du bist geil da. Hallo. Du machst gerade Karriere auf ProSieben, mein Schatz. Erzähl mir alles über deine neue Show. 1.6. geht's los. Global Gladiators, immer Donnerstags um 20.15 Uhr. Krasse Challenge des 8 Promis mitten in Afrika. Dankeschön. Also es wird viele Lobhudeleien geben auf Julian. Ja. Es gibt ein paar Show-Elemente. Ich selber werde eine Rede halten. Nein. Eine ganz kleine. Also wirklich jetzt nichts Wildes, nichts Großes. Ja. Quasi so, wie wir uns kennengelernt haben. Eine kleine... Bei Grindr? Genau, bei Grindr. Und Vera Mittag. Nein. Vera Mittag sitzt hinter mir, hat sich gerade über den Goodiebag gefreut und über die Antizellulite-Creme. 30 Jahre Stöckel. 30 Jahre Paradiesvogel. Wir kriegen Julian FM Stöckel, das ist super. Der war gerade im Dschungel. Alle Leute werden das gucken. Das passt ja in Brasilien und Dschungel. Wir müssen das Taxi zahlen, er sagt. Ich finde es ganz klasse, dass ich deine Freundin sein darf. Männer muss man loben, macht man sich stark.
So, die Show war süß, aber sehr lang. Sehr lang. Vor mir läuft die Lee Jackson. Ja, das war viel zu lang. So, und da ist die eine von den Jakob-Sisters. Die ist besoffen. Ganz wichtig, ich muss pullern. Ich muss so nötig pullern. Das ist furchtbar. Ja, sie lachen. Das ist nicht lustig. Doch. Ich muss so pullern. Ach Gott, ich muss so pullern. So, ich habe es gleich geschafft. Ach du süße Maus. Pullern. Das Schlimme ist, ich war vorhin hier schon mal auf dem Klo. Und das Schlimme ist, als ich hier vorhin war, habe ich aus Versehen einen Klodeckel kaputt gemacht. Guten Tag. Da habe ich mich hier aufs Klo gesetzt und dann habe ich einen Klodeckel kaputt gemacht. Weil ich eine SMS schreiben wollte und dann ist der Klodeckel zerbrochen. Das ist mir total unangenehm. So schwer bin ich gar nicht. Also ich habe 5 Kilo zugenommen, aber meine Güte, deshalb muss er keinen Klodeckel zerbrechen, verdammt nochmal. Es war eine sehr, sehr lange Show. Aber sie war süß. Es war sehr, sehr herzig. Und manchmal dauern halt Shows einfach länger, als man denkt. Das kennt jeder, glaube ich, von uns. Und es war schön. Ich habe mich gefreut, hier zu sein, lieber Julian. Mein Name ist und war Jurassic Parker. Und ich sage tschüss und bis bald. Bye. Sharing is caring.